bestimmt von der Sorge um die Kirche und um die Zukunft der Kirche. Nicht, dass er Angst davor gehabt hätte, dass die irgendwie untergeht, sondern seine Sorge bestand vor allen Dingen darin, dass sie treu zum überlieferten Glauben der Apostel, dass sie treu zum Herrn der Kirche stehen sollte. Wie habe ich Paul Josef Cordes erlebt? Als einen Mann des Glaubens, als einen Mann des Gebetes und als einen Mann der Kirche. Christus und Kirche, das gehörte für ihn zusammen. Jesus ja, Kirche nein, das war für ihn undenkbar. Er wusste um das, was der Apostel gesagt hat, nämlich dass Christus das Haupt ist und dass wir, die Getauften, die Glieder an seinem Leib sind, dass wir zu ihm gehören, zu Christus gehören, seinen Leib bilden und damit seine Kirche. Und dass Christus und Kirche eine Einheit sind. Und weil er Christus liebte, liebte er halt auch die Kirche. Er konnte gar nicht anders als die Kirche lieben, weil er Christus liebte. Und deshalb war Paul Josef Cordes immer auch ein mutiger Mann. Er wusste sich vor allem Christus verpflichtet. Er wusste sich dem Evangelium verpflichtet. Er wusste sich dem Glauben der Apostel verpflichtet. Und den hat er zu bekennen, gesucht, gelegen oder umgelegen. Er war in meinen Augen, so wie ich ihn kennengelernt habe, auch bei mancher Konferenz in Rom, bei mancher Versammlung der Bischöfe, der Kardinäle, ein Zeuge, wo er auch dem einen oder anderen mutig in das Angesicht hinein widersprochen hat.